Wie funktioniert jetzt dieser Mechanismus? Ich will das einmal kurz erläutern, warum das so ist. Also, es gibt im Computer eine Datenstruktur, die heißt Stack. Das ist ein Stapel. Auf den Stapel kann man von oben Werte drauflegen und von oben wieder runternehmen. Ja, stellen Sie sich eine Kellertreppe vor. Sie wollen ihr Haus entrümpeln und haben eine Waschmaschine und einen Schrank und werfen das einfach alles die Kellertreppe runter. Ja? Ein Fahrrad und ein Motorrad und Lampen und dann noch ein großes Küchenbuffet. Und wenn Sie jetzt an die Waschmaschine ran wollen, dann müssen Sie alles von oben wieder runternehmen, ja? Weil Sie einfach nicht mehr an das unten rankommen. Und genauso funktioniert ein Stack. Manchmal hat man auch den Eindruck, ein Amt funktioniert auch so. Die legen die Anträge immer oben drauf und bearbeiten die von oben und die unten liegen. Ja? Also das ist das Prinzip eines Stacks. Und was passiert jetzt hier? An dieser Stelle wird nachher der Kontrollfluss übergeben an diesen Teil des Quellcodes. Das heißt, alles, was hier gilt, muss irgendwie gesichert werden. Das heißt, als erstes, wenn wir an dieser Stelle angekommen sind, wenn das hier passieren soll, wird die Laufzeitumgebung hier sowas abspeichern wie x ist gleich 60, y ist gleich 18. Und vielleicht noch weitere Variable, die es hier in diesem Bereich gibt. Dann wird sie diesen Aufruf analysieren und feststellen, okay, der erste Parameter ist x. Das heißt, sie schreibt eine 60 auf den Stack, einfach weil die hier nochmal, also das, nicht davon verwirren lassen, dass die nochmal auftaucht. Das hier unten ist die Sicherung des aktuellen Zustands unseres aktuell ausgeführten Codes. Und was wir jetzt hier machen, ist alles, was mit dem Methodenaufruf zu tun hat. So, dann wird festgestellt, okay, da muss noch ein y kommen. Also wird die 18 auf den Stack geschrieben. Und dann wird der Kontrollfluss an die Methode übergeben. Was macht jetzt die Methode? Die sieht, ich brauche ein x und ein y und ich weiß nicht genau, ob die Reihenfolge jetzt so ist oder andersrum. Keine Ahnung, also entweder nimmt die jetzt die Parameterliste von hinten oder hier wird es in einer anderen Reihenfolge reingelegt. Auf jeden Fall wird jetzt die 18 rausgenommen und in das y reingeschrieben und die 60 rausgenommen und in das x reingeschrieben. So, und das sieht dann tatsächlich auch so aus, dass die weg sind. Ja, die sind jetzt verschwunden, die gibt es nicht mehr auf dem Stack. Und jetzt sehen Sie aber, dass wir Kopien haben. Ja? Die liegen jetzt hier im Speicher und im Stack liegen aber immer noch die alten von dort. Jetzt wird hier irgendwie gerödelt und gerechnet und dann kommt ein Ergebnis raus und dieses Ergebnis, die 6, die wird jetzt hier reingeschrieben. Dann wird die Methode beendet von der Laufzeitumgebung und der Kontrollfluss kehrt an diese Stelle zurück. Und jetzt wird der Methodenaufruf, ich hatte ja schon mal gesagt, das ist eigentlich eine große Termersetzungsmaschine. Jetzt wird der Methodenaufruf quasi ersetzt durch das Ergebnis, was oben auf dem Stack liegt. Das heißt, die Laufzeitumgebung nimmt jetzt die 6 hier runter und schreibt die statt dieses Aufrufs hier hin. Und dann stellt sie die Speicherinhalte von x und y wieder her. Und der Stack hat wieder seinen ursprünglichen Zustand. Der Stack ist eine riesige Datenstruktur. Da liegen Werte von ganz vielen ineinander geschachtelten Methodenaufrufen drin. Wir haben jetzt also nur einen Ausschnitt davon gesehen. So. Jetzt ist der Stack wieder leer. Hier steht die 6 und die weisen wir jetzt dem T zu. Ja? Und der Stack hat mit dem normalen Arbeitsspeicher, mit dem Heap in Java, erstmal nichts zu tun. Der ist außerhalb, das ist eine Verwaltungsdatenstruktur, in der die Laufzeitumgebung den aktuellen Programmzustand verwaltet. Diese Variablen, die liegen in einem anderen Speicherbereich, der sich der Heap nennt.